Der Nebel. Er zieht über die Häuser. Er verschlingt die ganzen kleinen Kinder. Und auch euch. Hey Leute, ich bin's wieder, euer Gebirges. Willkommen zurück zu Mario und Rabbit Kingdom Battle. Wir befinden uns in der Welt 3, den schaurigen Pfad. Und schaut euch heute mal das Ding an. Wer auch immer das gehört hat, er scheint halt sogar Kopf verschwunden zu sein. Das war jetzt nichts Gutes. Das ist ein ziemlich komisches Nadel-Stachel-Fernrohr. Okay. Gut. Ja, wir werden heute ein bisschen weiter schauen. Schönes Licht. Wir werden heute ein bisschen weiter schauen, inwieweit wir weiterkommen. Und zwar in 3-4, denke ich mal. Bevor wir da hingehen, Minispiel. Da bin ich mal gespannt. Okay. Oh oh. Statue zum Aufheben, zum Hinlegen, Münzen zum Einsammeln, Münzen, Münzen dahin, dadurch aufheben, einmal hier rüber, abstellen, Moment, falsche Seite, abstellen und Truhe. Das war jetzt nicht allzu schwer. Wenn man es falsch rum macht, dann ist es vielleicht ein bisschen doof. Der Kreuzschlitzer. Nehmen den Gegner mit diesem gasigen Gerät in die Zwickmühle für Rabbit Luigi. Yay. Raus hier. Ich bin mal gespannt, was uns noch erwarten wird. In dieser Welt. Oh, es fängt an zu regnen. Ah, na super. Jetzt haben wir hier eine Art kleinen Sumpf. Naja, dreckiges Moorwasser. Und ein Haus, das untergegangen ist. Ach, das ist der perfekte Ort für Luigi. Oh je. Okay, was haben wir hier? Fischis! Yay! So, wir haben da eine Statue dahin packen sollen. Dazu müssen wir erstmal zur Statue kommen, die da oben ist. Okay, wir können das absenken. Und nach oben bringen. Ah, okay. Eine Röhre, die uns auf die andere Seite bringt, wo wir eine Statue haben. Das ist schon mal praktisch, ja? Sehr, sehr praktisch. Ich würde sagen, ich stelle mal da oben drauf. Ja, dann lassen wir das Blaue ab, bringen das Grün nach oben, gehen da durch, stellen erst einmal dann... Wobei, wenn ich die Statue da draufstelle, bringt das nichts. Klar, öffnet den Weg, aber mehr auch nicht. Außer, dass ich die andere Statue mitbringen kann. Komm mal mit, du. Ich glaube, wir haben was vor uns. Ja, das sollte gehen. Das sollte gehen. Die anderen Wege noch geebnet, dass wir da hochkommen generell. Da ist doch was drin, das sehe ich doch von hier. Oder ist einfach nur total krasser Glanz, der so untypisch für Heu ist. Oder so. Gut. Sind wir auch hier durch. Es ist wirklich, wirklich schön. Also, da kann man nicht meckern. Gar nicht meckern. Fässer. Natürlich die Quietschente. Und zwei Rabbits. Irgendjemand muss diesen armen Rabbits eine Brechtablette oder eine Kotztüte oder sowas ähnliches bringen. Ha. Ja. Oder einfach raushelfen aus dem Wasser. Ach, Bibo, du bist irgendwo merkwürdig. Du willst ihnen helfen, aber nicht helfen, ja? Na gut. Dann schauen wir mal. Oh, die Ambuhus. Da vorne ist Level 4. Es ist so gruselig und schaurig, dass hier jetzt ist, ja. Ist trotzdem sehr, sehr schön. So, Level 4, bevor wir da reingehen. Oh, da war ein Donnerblitzen. Geil. Bevor wir da reingehen, wir haben wieder ganz viele Punkte, die ich gerne verteilen würde eben.
Und zwar will ich das auf die Multi-Helden-Ansicht bringen. Und als goldene Treffer, Münzen, was auch immer. Nicht allzu viel. Einfach nur ein bisschen die Punkte verteilen. Damit sie nicht rumliegen haben. Und unnötig da 160 Schaden? Yo, Rabbit Luigi. Eieieiei. Krasser Dude, krasser Dude. Und dann machen wir den noch komplett vollboosten mit Zeug. Der hat wirklich, wirklich krasse Sachen drauf. Das ist unfassbar. Hätte ich nicht gedacht. Gut. Warum nicht? Hauen wir den da die Punkte rein. Er freut sich darüber. Der Luigi. Du. Du. Rasereischaden. Und dann erstmal sparen. Beziehungsweise investieren in Bewegungsfreiheit, denn du bist ziemlich langsam, Kollege. Deswegen nehme ich dich auch nicht mit, du bist kacke. Gut, und Peachy, nochmal 5% extra und das war's erstmal. Gut. Schauen wir uns kurz noch die Waffe an, die wir bekommen haben, die neue. Das war für... Oh ja, wir müssen für Rabbit Peach auf jeden Fall was Neues kaufen hier. Ihre Dinger machen nicht allzu viel Schaden. Wie viel war das? 55? Autsch. Ja, wir brauchen das ein bisschen mehr. Wächterkraftpunkte. Bewegungsradius 6 Felder. Okay. Honig. Es geht nur darum, gerade ein bisschen was auszurüsten hier, minimal. Luigi hat auch das Problem, er macht kaum Schaden mit seinen Sachen mehr. Tinte-Schaden ist nicht schlecht. Ja, definitiv nicht schlecht. Außerdem ist es ein Bagger und ich mag Bagger, ja. Auch hier einmal kurz aufwerten, aufbessern. Kriegen wir noch irgendwas? Stoßschaden, Feuerschaden. Ja, Feuerschaden ist schick. Ach, Moment, Moment, Moment. Er hat ja die neue Sache. Steinschaden, ja. Ohne bessere Chance, eine 100% Chance gegen Ziggis. Anscheinend. Wow, 100% Chance gegen Ziggis, das immer gerne mit, wa? Auf alle Fälle, es ist Steinschaden. Steinschaden ist overpowered wie sonst was. Richtig, richtig schlimm. Da ich ihn nicht mitnehme, egal, sie nehme ich auch nicht mit. Dann würde ich sagen, sind wir bereit. Für Level 4. Madame Bastella. Oder Starella? Irgendwie so. Oh, Laserstrahlen. Hallöchen. Lass mich raten, wenn ich ihn da hinstelle. Dann erhebt sich der Spiegel. Genau. Okay. Okay. Muss ich beide reinhauen? Nee, ne? Das würde keinen Sinn ergeben. Oder? Moment. Sehr, sehr skurril. Moment, ich muss noch kurz ein bisschen schauen. Das? Ah, ich komme nicht durch. Schade. Aber wenn wir den blauen hochheben, ja, müssen wir trotzdem den hier wegnehmen. Da brauchen wir noch den gelben. Aber der gelbe, der blockiert ja da hinten den einen, ne? Ja. Ganz schön gemein, wa? Ganz schön fies. Den grünen können wir gar nicht erst verwenden. Der dreht die Laserstrahlen oder die Taschenlampen ja komplett um. Wir brauchen also den roten. Wir brauchen den blauen. Wir brauchen den blauen auf alle Fälle.
Ach komm, so schnell geht das Licht doch nicht aus. Nehmen wir mal den hier. Doppelt abgeprallt. Ich sehe schon, ich sehe schon. Man darf nicht eindimensional denken. Man muss, Spiegel haben zwei Seiten, ne? Man muss an beiden Seiten denken. Das ist ein bisschen fies. Ein bisschen tricky. Aber es war irgendwo zu erwarten. Ich habe mir gedacht, das muss so rot und blau sein von vornherein irgendwo, aber ja. Hätte ich mal direkt machen sollen. War das ein riesiger Fisch? Yep. Nope, nope, nope. Auf in den Kampf. Erreiche das Gebiet. Okay. Wow, ist ziemlich lang. Uhuhu, es ist wirklich, wirklich lang. Okay, das ist richtig, richtig lang. Heilige. Okay, wie viele... Ich würde gerne wissen, wie viele Runden man hat, um da durchzukommen. Ich denke, ich könnte jemanden oder zwei Leute hier rüberschmeißen, damit ich den nächsten da rüberschmeißen kann. Hier hin. Und dann darüber. Das ist eine Tarotkarte, ne? Cool. Oh, ein Jahrmarkt. Ich meine, ein Zigeunerzelt, Lager, Kirchen, Tarotkarten, nehmen wir schon. Hm. Okay. Okay. Ha. Huh. Ich glaube, ich will Rabbit Luigi dabei haben. Ja. Ich will Rabbit Luigi dabei haben. Wobei, ich muss noch kurz mal schauen. Kurz, ganz, ganz, ganz kurz schauen. 6 Felder, 8 Felder. Ja, der hat hier... Luigi hat auf jeden Fall die meisten Felder, die er springen kann. Das ist gut. Plus die Leichtfußfähigkeit, die ist auch nochmal praktisch. Das sollte so gehen. Auch wenn es ein bisschen gewagt aussieht. Denn ich werde ihn wahrscheinlich von hier gleich rüberschmeißen direkt. Das schreit so nach... Schmeißen rüber. Schauriger Grobian. 340 HP. Alter. Okay, das ist nicht cool. Die haben viel zu viel Leben mittlerweile. Oh, ist das ekelhaft. Es geht aber locker, die rüber zu schmeißen. Also, Luigi. Und ich kann ihn sogar so aufstellen, dass ich eventuell gar keine Probleme bekomme damit. Ja, kämpfen wir. Gut. Wie weit kommt der gelaufen? Er kommt gelaufen bis ungefähr hier. Das ist die Mitte von dem Block einen entfernt. Es sei denn, ich mache den hier. Dann kommt er bis nach ganz hier vorne. Gut. Dann will ich am liebsten erstmal Rabbit Luigi nehmen. Er kann sogar den Typen abschießen. Echt jetzt? Krasser Mist. Gut, dann nehmen wir mal Mario. Er kommt da nicht drüber. Okay, das wollen wir mal testen. Luigi, du hast 8 Felder. Du kommst rüber. Ist nicht wahr. Das ist ja abartig. Er kommt wirklich da rüber gesprungen. Ist echt krank. Echt krank. Gut, dann, Riesenspike. Luigi? Deine Aufgabe ist es, das Ziel zu erreichen, so schnell wie möglich. Das hätte, glaube ich, nicht erwartet, dass ich hier rüberkomme. Gruselig. Gut, dann haben wir noch Mario. Der darf auch noch mal ein bisschen laufen. Während ich mal kurz schaue. Will ich die Typen da vorne überhaupt irgendwo angehen? Ich meine, die werden sich bewegen, ganz klar. Ich muss kurz schauen. Taktikkamera. Er kommt nicht in die Röhre. Der kommt auch nicht in die Röhre. Richtig? Genau. Denn die können 1, 2, 3. Die können 3
Moment, die können vier Felder laufen, aber diagonal zählt einer weniger? What? Das ist merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Nee, zählt genauso weit. Nur direkt diagonal zählt nicht als drei Felder. Das ist... Hä? Sehr, sehr merkwürdig. Okay. Wir haben also keine Möglichkeit... Also, wir haben nicht... Wir müssen nicht Angst haben, dass sie hier durchkommen. In dem Zug. Das heißt, wir schauen mal. Also, hier der... Okay. Halb so wild. Halb so wild. Wir werden den Typen da oben rausnehmen wollen. Das heißt... Wir werden Mario nach da vorne schmeißen. Nach hier. Ein bisschen weniger Schaden ist immer gut. So, er hat das schon angegriffen gehabt, genau. Aktivieren die Heldensicht. Während unten wieder dieser riesige Fisch ist. Kritisch. Auf Wiedersehen. Was, er hat überlebt? Wie viel hat er noch? 16 HP, okay. Okay, ich hoffe, der wird jetzt erstmal nicht so gemein sein. Da ist die Heldensicht, die geht so weit. Okay. Ich hoffe, der läuft erstmal 2-3 Felder nach vorne, sonst trifft er uns eh nicht. Oder? Ja, er muss erstmal nach vorne laufen, sonst trifft er uns nicht. Er kann sie allerdings heilen. Und das wäre nicht so toll. Na gut, Gegnerzug. Oh, der ist fies. Schöne Reichweite, Digga. Schöne Reichweite. Schöner Schuss durch den Block durch. Ah, er ist nicht runtergefallen, das ist doof. Aber er ist auch so schon besiegt. Gut. Und der heilt sich erstmal. Schlau gemacht, sehr schlau gemacht. Und er geht nach unten. Wait, what? Okay, krass. Also krass, wie der das hier macht. Der aktiviert seine Heldensicht. Der darf uns aber von unten gar nicht erst treffen können. Ach Gottchen, da sind Klaviertasten drauf auf dem Dingen. Ist ja süß. Ach Gottchen, sag ich, ne? Ach Gottchen. Ist das süß. Ja, okay. Wir müssen erstmal mit Luigi nach vorne preschen. Mal schauen. Gibt es einen anderen Weg noch? Nee, ist der einzige Weg, ne? Ja. Gut. Da kommen wir noch hier in die Röhre rein. Genau. Und im nächsten Zug kommen wir da durch die Röhre und kommen nach unten und sind wir durch. Sehr schön. Das heißt, wir müssen nur mit Luigi einmal kurz eine Runde überleben. Das heißt, wir stellen uns hier vorne hin. Ja. Ach, warum nicht? Stellen wir ihn da vorne hin. Krass, dass Luigi so weit laufen kann einfach. Das ist so übel. So. Die Typen da vorne, die werden ausgelöst. Oder die, ja, die lösen das Ding hier aus. Den Eisenblick. Dadurch, dass sie einfach spawnen und da rausgehen. Und da kann man nichts machen. Okay. Das heißt, wir werden mit Mario und Rabbit Luigi einfach zurückgehen. Sagen, okay, das könnt ihr mal gerne machen, wenn ihr wollt. Aber jetzt nicht bei uns hier. Vielleicht können wir ja die unten, die beiden, wieder so zurückziehen, dass sie nicht hier oben kommen. Das wäre super. So. Und ja, machen wir den Scheiß dann wieder weg. Zack. Weg mit dem Dreck. Und ein Gegnerzug. Ach, sind zwei Sprungtypis. Alles klar. So, der Typ geht wieder nach hinten zum Ziel. In die Richtung des Ziels. Okay. Tinte im Gesicht. 70 Schaden. Er darf also nicht mehr angreifen. Das ist sehr schön. Der kommt durch die Röhre. Und wird Luigi angreifen. Gut. Halb so wild. Ha, die Dicken bewegen sich nach unten. Ich hab's gewusst. Zu doof.
zu doof, dass es nichts bringt für die. Haha. Wirklich. Okay, ich will die Münzen haben. Münzen. Münzen, Münzen, Münzen. Mal kurz schauen. Wer von euch hat jetzt das Ding mit dem Meer Gold? Mario war das, ne? Ich sollte keine Spiele reinmachen, glaube ich. Das wäre vielleicht nicht so praktisch. Aber ich will auf jeden Fall den Typen da oben noch unten hauen. Da unten noch umhauen, ja. Da unten. Den da. Diesen blöden Heiler-Deppen. Ja, gerühr ich auf den Nerv, der Typ. Zack. Stampfattacke. Besiegt. Gut. Alles gut, alles gut. Luigi. Geht durch die Röhre. Und ins Ziel. Das war einfach. Drei Züge von 10 Zügen? What? Okay. Was zum Teufel? MME? Ist es die Abkürzung für Madame? Brastrella? Brastrella. Ihr seid alle verdammt! Verdammt! Ach ja? Verdammt zu minderwertiger Wahrsagerei, zu skandalösen Preisen, wenn ihr jemand anderes als Madame Brastrella aufsucht. Oh. Gut, vielen Dank, aber ich errichte mein Haus lieber auf so lieben Fundament von Wissenschaft und Vernunft als auf sinnlosem Aberglauben. Ja, und ich gerne auf Fundament von nicht Nase zu, wenn ihr sie erzählt. Kleinen Moment. Gut. Ja, einmal kurz Nase geputzt und dann passt das schon, ja. Dann wollt ihr nicht wissen, wo sich das letzte Relikt befindet? Eine Wahrsagung bitte. Jenseits der Gärten, unter den Bergen. Das Ding, das ihr sucht, liegt verborgen im Brunnen. Könnten wir einen Tipp bekommen, was das für ein Ding ist? Selbst das Licht von Brastrellas innerem Auge kann die Dunkelheit nicht aus allen Ecken des Ungewissheit, Ungesetzheit verdrängen. Oh Gott. Aber achtet, worauf ihr schreitet. Nicht alles ist, was es zu sein scheint. Sprechen wir über den Boden? Stolpert einer von uns oder sowas? Nein. Na gut. Ich glaube, wir haben genug Zeit mit diesem Theater verschwendet. Wir lassen dich jetzt weiter, Dorftrottel, um ihr Geld bringen, was sie für eingelegte Schweißfüße gespart haben. Was? Schweinefüße. Schweine, nicht Schweiß. Oh Gott. Wie komme ich auf Schweißfüße? Okay, das war okay. Doof. Guten Tag, Madame. Guten Tag, guten Tag. Bipo. Ihr seid alle verdammt. Verdammt. Die wird sowas von das Thumbnail machen, das glaubt man. Eine von Madame Brastellas Tarotkarten. Sie verheißt Hunger, Tod, Armut, Krankheit und keinen Nachtisch nach dem Abendessen. Oh. Ich habe Flipper-Automaten gehört. Flipper-Automaten, wo? Flipper-Automaten? Flipper. Nö. Nur ein seltener Brunnen. Wo ist der Flipper-Automat? Ich höre den irgendwo. Ich will den spielen. Na, egal. Da war er schon wieder. Ist er hier drin? Klingt, als wäre er hier drin. Ha. Alles klar. Was war da? Der Ausgang. Alles klar. Gut. Genug Zeit verplappert. Schauen wir weiter. Wo ist das nächste Level? Schon wieder ein Brunnen. Ha.
Wer beim Tarot einen lebendigen Rabbit sieht, dem bringt die Zukunft Chaos, Zerstörung, Gelächter und eine Riesentoilette. Eine Riesentoilette? Also hätte ich nichts gegen, ne? Hab ich wenigstens ein Klo, wo alles durchkommt, ne? Ah, das nächste Level. Dann schauen wir mal. Besiege 8 Gegner. Oh. Das ist eine Menge. Drei davon sehen wir schon. Vier davon sehen wir. Und zwar drei von den großen und ich glaube ein Ziggy war da vorne. Ne, ein schaumiger Kugibu. Ach du Kacke. Dann will ich auf alle Fälle ein anderes Team dabei haben. Luigi ist, glaube ich, ziemlich gut dafür. Also ich will auf... Wobei, das ist gar nicht mehr so dumm eigentlich, das Team, was ich gerade bei habe. Ich kann mit Rabbit Luigi den Vampirschaden reinhauen. Der macht auch übel Schaden, wenn er einen trifft, so. Zwei Leute. Da hat er noch die Rakete und hat einen Brombit. Hä? Ist gar nicht mehr so dumm. Und Luigi aus der Reichweite raushalten, ist auch nicht schlecht. Ja, wir behalten es erstmal so. Kämpfen wir. Gut. Zunächst einmal werden wir das Kraftpaket einsetzen. Ist ja dumm, jetzt keine Heilung drin zu haben, aber halt so wild eigentlich. Dann aktivieren wir erstmal den Schwachmacher. Ja, Schwachmacher. Auf die beiden Vollidioten da vorne. Hauen die beide weg und bewegen uns nach hier hinten. Zack, 160 Vampir, zack, 160 Vampir. Boah, alter Schwede, also die Heilung ist echt krank von den Typen hier. Und dann machen wir noch mit dem Kreuzschlitzer einen Angriff auf den da hinten. Stein. Gut, er ist versteinert. Sehr cool. Mit Mario können wir einen von denen umhauen? Nee, ne? Natürlich nicht. Okay, dann machen wir erstmal... Treten wir erstmal den hier vorne. Und bewegen uns schon mal nach hier. Mit Mario. Natürlich. Und besiegen dann den Typen da hinten. Ja, den da hinten. Gut, dass Stein nicht immun macht gegen... Naja, den Schaden halt, ne? Gut. Den Typen können wir angreifen. Dann können wir noch hier unten hinlaufen zu Mario. Und dann nach hier gehen. Während mein Magen wieder krummelt und mein Handy gerade vibriert. Nautischus, das sollte auf jeden Fall reichen. Eine Runde Abklingzeit, ne? Haben wir drauf. Nehmen wir die Wand mit? Nicht ganz. Gut. Dann den Eisenblick brauchen wir gerade nicht. Gegnerzug. So, der Dick bewegt sich. Und der Geist, er teleportiert sich. Nach da hinten. Natürlich macht er einen kritischen Treffer. Natürlich. Gut. Es sind wieder so zwei von den Dicken hier? Ich glaube, keine anderen haben diese großen, langen Ohren. Okay, ist gar nicht mal so dumm eigentlich, wenn ich jetzt mit Mario da hinkommen würde. Oder zumindest in Reichweite so halbwegs. Wie weit springt Mario? Er springt so weit, wie er laufen kann, ne? Ah, nicht ganz. Okay. Puh, ich werde mal hier vorne hinstellen. Den Rabbit Luigi. Ja, vielleicht nicht so gut. Nicht so gut, nicht so gut. Da machen wir eine Stampfattacke auf den hier.
Und springen nach hier? Oh, das ist echt kacke gerade hier vorne. Na gut, was soll's. Er wird schon überleben. Diese eine Runde wird überleben, locker. Zack, der Hammer und weg ist er. Gut. Heldensicht aktivieren wir auch noch. Die sollte mit Luigi aber auch noch aktivieren. Mit dem richtigen Luigi. Damit wir, wenn die denn spawnen sollten. Oh, können wir mal schauen. Wow, was eine Reichweite der hat damit. Damit wir die von hier oben auch wegsnipern können. Wenn einer in Reichweite kommen sollte. Denn er hat einen guten Schuss auf die Typen da vorne. Gut. Rabbit Luigi hat keine Reichweite auf irgendwas. Gegnerzug. Ja, das sind die großen Dicken. Dachte ich mir schon. Ich hoffe, die laufen beide in Richtung Luigi. Okay, abgewehrt. Zumindest den einen. Aha. Er schießt also doch auf ihn. Tinte im Gesicht. Heißt, er kann eh nicht angreifen. Doppelte Tinte. Wow. Gut. Warum ist die Kamera so weit rausgezoomt? Ist irgendwas gespawnt hier oben? Oh, Tatsache. Hier oben spawnt einer gleich. Einer von den dicken, großen. Und da hinten ist ein Geist. Ein Spektör. Ja. Zunächst einmal, ich will den Typ da hinten angreifen. Mit dem riesen Spike. Oh, er brennt. Dann sollte er sich hier runter bewegen. Hauptsache in Reichweite von Mario, bitte. Nö. Okay. Mit Luigi sollte ich mich wahrscheinlich erstmal bewegen. Wenn überhaupt. Und zwar aus der Reichweite von dem hier raus. Das heißt, wir gehen alle wieder hier unten hin. Wobei. Ja, super. Ja, erstmal aus der Reichweite von dem einen Typen raus. Ich brauche nicht unbedingt, dass er mir auf den Kopf haut. Das wäre nicht so toll. So, der da. Zack, ins Gesicht. Tinte drauf. Dann, Leichtfuß. Da kann er die beiden nämlich umhauen, direkt. Oder beide. Das ist echt übel. Und wieder zurückkehren. Zack. Zack. Sein Lachen ist so abgrundtief böse einfach, ne? So abgrundtief böse, der Junge. Richtig, richtig gut. Gut. Dann haben wir noch den Zug von ihm hier. Ja, von Mario noch. Den stellen wir einfach hier vorne hin. Beim Postdot. Dann sollte nicht allzu viel passieren. Dann angreifen kann er jetzt im nächsten Zug ja eh nicht. Also gar nicht. Oder beenden wir. So, ein Geist und ein Dicker. So, der kommt durch die Röhre, aber nicht zu Luigi? Doch. Uh-oh. Zumindest hat er sich nicht geboostet. Aua. Oh, nach da oben, du Drecksack. Nee. Genau um einen Punkt, oder was? Ah, hammermäßig, ey. Der versaut mir mein Perfect einfach damit. Das ist doch nicht wahr. Hammermäßig. Hammermäßig. Gut. Es ist echt lächerlich einfach, ja.
Oh. So lächerlich. So hammerhart lächerlich einfach. Wirklich übel. Na gut. Ich habe dafür keine Worte. Es ist echt krank. Es ist echt nur noch krank. Ach, komm schon, wirklich? Ach, komm schon. Komm doch runter, du Sackgesicht. Das gibt's doch gar nicht. Wieso versteckt er sich da oben? Ich meine, wieso versteckt er sich generell? Schau mal Mario hier oben hin. Vielleicht kommt er nach oben. Wer weiß. Mit Luigi wären wir hier schon längst durch. Den Einzug. So. Wohin? Wieso rennst du weg, du Sack? Komm rüber. Ich verfolge dich jetzt nicht. Das ist... Aber... Das gibt's doch gar nicht. Nö. Ich bleib hier. Komm du rüber. Du Teleporter-Sau, komm doch her. Ey, das ist echt schlimm. Wieso macht er sowas? Das ist nichts als blödes Rumstallen, ja? Ist ja richtig schlimm. So, wenn er sich bewegen sollte und Reichweite ist, haben wir drauf. Komm her. Oh mein Gott, er greift an. Guck mal, gegen die Mauer. Ach, ey, übel, 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 übel. Ich komme nicht mal in die Reichweite von dem Typen gerade. Aber ich kann ihn trotzdem umhauen. Bevor ich das allerdings mache. Ja, ich muss erstmal laufen. Drecksack. Wie kann er es wagen, ja? Es ist so bitter. Oh, einfach nur bitter gerade. Verdammter Mist. Ach, so ein Schwachsinn, ey. Mist. Na gut. Na gut. Das war Welt 3-4. Es ist echt einfach. Nur man kann von dem Typen mit dem Snipergewehr echt massiv gekillt werden. Das ist echt nicht schön. Schlimm. Sehr, 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 sehr schlimm. Na gut. Aber ich bin raus. Haut's rein. Bis dahin. Ciao, ciao.